Hallo zusammen. Im folgenden Video wollen wir klären, wie denn jetzt das World Wide Web im Detail funktioniert. Also, was eine Webseite ist, wie wir an diese Webseite rankommen, ja, und wie man sich das Ganze vielleicht ein bisschen vorstellen kann. Und im Prinzip ist das Ganze aber auch relativ simpel gestaltet. Ja, wir nehmen also an, wir sitzen zu Hause in unserem kleinen Häuschen, in unserer WG, wo auch immer. Wir haben irgendwie Internetzugang, sei es über ein Internet Service Provider, sei es über WLAN in einem lokalen Café oder wie auch immer, Datenverkehr über Smartphone, ja, also quasi Mobilfunknetz, aber wir haben irgendwie Zugriff auf das Internet. Und sobald wir Zugriff auf das Internet haben, können wir mit Hilfe des Internets Anfragen an Webserver schicken. Das macht dann unser Browser, ja, und können dort gespeicherte Webseiten abrufen. Ja, also das heißt, Webseiten, die einmal dorthin kopiert wurden von irgendjemand anders, können dann von der ganzen Welt, wenn das wirklich ein öffentlich zugänglicher Webserver ist, abgerufen werden. Und wie dieser Prozess aussieht, das ist auch relativ simpel, zeige ich euch auch mal ganz schnell. Alles, was wir dazu brauchen, ist eine HTML-Page zum Beispiel. Ja, ich habe hier mal eine erstellt, das kann man einfach nur mit einem ganz mal einen Editor machen, ja, wenn man möchte. So sieht jetzt meine HTML-Page aus. Also da passiert nicht viel. Es gibt eine Überschrift, es gibt einen Paragraph. Und die liegt jetzt natürlich noch hier lokal bei mir auf meinem Laptop. So, die ist also nicht im Internet irgendwie erreichbar und liegt nicht auf einem Webserver. Das heißt, also wir brauchen einen Webserver. Und diesen haben wir hier. Den habe ich einfach ganz einfach bei der Amazon AWS Cloud hochgefahren, ja, da läuft ein Apache Webserver und das heißt, das ist also jetzt ein Host unter dieser IP erreichbar, auf dem eben eine Webserver-Software läuft und darauf wartet, HTML-Dokumente auszuliefern. So, jetzt muss natürlich noch mein Dokument, was ich gerade hier lokal geschrieben habe, ja, also hier sind wir wieder in meinem Verzeichnis, ich kann es auch nochmal aufmachen, ja. Dieses File muss ja jetzt irgendwie auf diesen eben besprochenen Webserver gelangen. Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten und eine Möglichkeit wäre einfach sowas wie FileZilla zu nutzen, also FTP-Programm. Und ich bin jetzt hier auf diesem auf der rechten Seite mit diesem Server verbunden per FTP. Das heißt, ich habe dort Zugriff auf das Dateisystem. Das heißt, ich kann in den Ordner auf diesem Server, in dem alle Webdokumente gespeichert werden, Zugriff erlangen und ich habe dort einen Ordner Test angelegt, das sehen wir hier, ja, und in diesen Ordner kopieren wir jetzt hier unser File rein. Ich habe das vorhin schon mal gemacht zu Testzwecken, ja, ich ziehe das hier rüber, das ist hier lokal mein Laptop, ja, ich möchte das überschreiben, links ist lokal mein Laptop, auf dem dieses File auch gespeichert ist und das habe ich jetzt hier einfach auf diesen Server übertragen in das Verzeichnis Test. So, naja, und dann können wir ja mal wieder auf unseren Webserver gehen. Ich habe also gesagt, aha, ein Ordner Test. Na, wo wird der sich wohl befinden? Ja, unter slash Test. Ja, ich war also im Root, im Wurzelverzeichnis, habe dort einen Ordner angelegt und dann gehe ich da mal rein und sehe, ah, hier liegt jetzt mypage.html. Ha, und siehe da, meine kleine super HTML-Seite ist ab sofort von jedermann, jeder Frau im Internet über das Internet, über einen Browser erreichbar. Ja? Also so einfach ist das. Also sehr, sehr simpel, wie wir sehen. Das heißt, ich brauche eigentlich nur eine HTML-Seite, ich brauche einen Webserver, der irgendwo läuft, eine IP-Adresse hat und unter der erreichbar ist. Dann muss ich meine Datei dorthin kopieren und dann ist die über den Browser aus der ganzen Welt erreichbar. Also eine relativ simple Angelegenheit eigentlich. Ja? Okay. Wir merken schon, also es gibt da ein paar Bestandteile, die hier zum Einsatz kommen und die wollen wir uns jetzt so nach und nach ein bisschen anschauen. So, also wir haben gemerkt, unsere HTML oder Webdokumente liegen jetzt auf so einem Webserver und er wartet ja nur darauf, dass er angefragt wird von einem Client. Wir sehen also hier klassische Client-Server-Architektur. Der Webserver ist eine Software, die über eben eine Internetverbindung angefragt werden kann, auf Port 80 in der Regel, ja, und dann kann über das sogenannte HTTP-Protokoll, was eben so Request-Response-orientiert ist, hier eine Anfrage gestellt werden,
vom Browser und dann wird eben eine Ressource entsprechend ausgeliefert. Ja, also im Request muss ich dann eben sagen, welches Dokument ich denn jetzt hier haben möchte. Und das liefert dann der Browser aus. Dann, um zu zeigen, wie simpel das wirklich ist, diese Request-Response-Geschichte innerhalb dieses HTTP-Protokolls, zeige ich euch das nochmal, dass man das auch in der Kommandozeile wirklich auch machen kann. Ne? Also ich habe jetzt hier nochmal meine Kommandozeile und ich baue jetzt zu diesem gleichen Server, den wir eben angefragt haben. Ich kann den nochmal kurz auf. Ja, das war also dieser hier. Unter dieser IP-Adresse gab es ja diese Ressource innerhalb dieses Ordners. Ja? Und die werde ich jetzt mal nicht über den Browser, sondern ich bin jetzt mal selbst mein eigener Browser. In der Kommandozeile frage ich das jetzt hier mal an. Ja, also hier die Kommandozeile. Ich baue also per Telnet hier eine Verbindung auf zu diesem Rechner. Das heißt eine Internetverbindung auf Port 80. Dann müsste sich der Webserver melden und sagen, jo, was möchte ich denn gerne haben? Und dann muss ich ihm verklickern, hier, ich möchte gerne test/mypage.html haben. Und wenn alles funktioniert, dann liefert mir dieser Webserver dann diese Ressource auch aus. Probieren wir es doch mal aus. Jetzt bin ich verbunden und jetzt sage ich hier, ich möchte gerne get/test. Slash mypage.html. Ja, und ha, wie wir sehen, ja, bekomme ich jetzt hier diese Ressource ausgeliefert. Ja, ohne großes Brimborium, also sehr, sehr simpel. Eine Anfrage, das ist hier in dem Fall nur eine einzige Zeile. Ja, da ist überhaupt nichts weiter dabei. Und das reicht komplett aus, damit mir dieser Server sagt: Gut, hier hast du die Ressource, das HTML, bitteschön. Ja, das ist dieselbe, der Inhalt derselben Datei, die ich vor 2 Minuten auf diesen Webserver noch kopiert habe, hier von meinem Rechner aus. Und was wir auch gleich gesehen haben, was ich auch schon mal in einem anderen Video zu Stateless und Stateful erklärt habe, in der Kommandozeile, diese Verbindung wurde auch sofort wieder beendet. Also jeder Zyklus von Request und Response ist komplett eigenständig, ja, und wird als komplett eigenständige Transaktion angesehen. Ja, es gibt immer eine Anfrage und eine Antwort und dann wird eben diese Internetverbindung sofort wieder beendet. Und wenn ich eine weitere Ressource haben möchte, dann muss ich die Verbindung erneut aufbauen und erneut nach einer Ressource fragen. Also das World Wide Web, kurz gesprochen Online-Informationslager. Mit Hilfe eines Browsers kann ich darauf zugreifen. Das Ganze wird in Hypertext-HTML-Dokumenten abgelegt. Wir greifen auf diese Ressourcen über das Protokoll HTTP zu, läuft über eine TCP-IP-Verbindung Port 80 bzw. 443, wenn das Ganze per HTTPS verschlüsselt übertragen würde. Also HTTP-Protokoll kommt hier zum Einsatz und diese Ressourcen, diese Hypertext-Ressourcen können durch Hyperlinks miteinander verknüpft werden und diese Verknüpfung ist aber eine rein logische Verknüpfung. Das heißt, wenn ich als Browser, dann mache ich das vielleicht nochmal. Ja, ich mache nochmal eine Konsole auf, hätte ich es eigentlich gleich auflassen können. Ja, jetzt habe ich hier natürlich keinen Link in meiner Seite drin. Ich bastel nochmal schnell einen rein. Also ich mache nochmal fix meine Seite. Also ich habe jetzt hier einfach mal noch schnell einen Hyperlink in mein HTML eingefügt. Das haben wir dann fix wieder auf den Server. Müssen wir es neu drauf kopieren. Dann zack in den Browser rein, aktualisieren. Und wir sehen, jetzt hat unsere Seite hier einen Hyperlink. Ja? Hello World, this is so awesome. Check out this search engine. It's crazy. Also haben wir hier einen Hyperlink. So, wenn ich jetzt hier draufklicke, dann wird hier Google geöffnet. Ja? So, was passiert in der Konsole? Wir machen nochmal das Gleiche. Also get slash test slash mypage.html. Okay, das war's. Das heißt, die Verbindung ist hier schon wieder beendet. Ja, und was ich jetzt als Browser machen muss, ich muss mir jetzt das HTML anschauen. Ja, Body, okay. Und dann merken, ah, hier kommt ein Hyperlink. So, das heißt, jetzt brauche ich theoretisch irgendwie eine Benutzeroberfläche für den Benutzer meines hier nicht vorhandenen Browsers, wo ich sage, okay, auf dieser Seite gibt es einen Hyperlink, möchtest du den besuchen, drücke bitte 1 oder sowas. Ja. Was ich aber dann, wenn der Nutzer dann hier drauf drückt, machen muss, ist eben folgendes. Ich muss wieder eine Internetverbindung aufbauen. Jetzt muss ich gucken, wo soll dieser Hyperlink hier hingehen. Ah, der ging zu Google, www.google.de. Ja, und dann muss ich eben jetzt hier sagen, okay, jetzt war nichts weiter angegeben, also die Startseite und kriege ich dann von Google eben die Startseite. Das ist das, was der Browser dann macht.
Ja, das heißt, diese Hyperlinks, jetzt hat mir Google natürlich sehr, sehr viel vor allem JavaScript-Quellcode hier geschickt, den wir unmöglich lesen können. Das heißt aber, dieser Hyperlink ist lediglich hier im HTML vorhanden und verweist eben auf eine andere Seite. Es gibt aber keine bestehende Verknüpfung oder irgendwas zwischen diesen beiden Seiten. Ja, das ist also wichtig auch zu begreifen. Also, das zu unseren Hyperlinks. Und diese Webseiten enthalten Hypertext. Ja, das heißt, das sind also alle möglichen Medien können da in so ein Dokument eingefasst werden. Videos, Ton, Musik, was man sich vorstellen kann. Und irgendwann ergibt das Ganze natürlich einen riesigen Graphen mit Referenzen. Ja, den kann man dann aufmalen und analysieren. Das ist genau das, was Google macht. Und das ist dann eigentlich das World Wide Web. Ja, deswegen wird hier ein quasi Netz gesponnen. Ja, ist eben so ein bisschen ungelenk. Im Deutschen gibt es keinen Unterschied zwischen Net und Web. Ja, das ist beides irgendwie das Gleiche. Im Englischen kann man da so ein bisschen eine Unterscheidung machen. Ja, das ist eine Verknüpfung, ein Graph auf einer höheren Ebene. Ja, wir haben das Internet, in der wirklich Geräte miteinander vernetzt sind. Das heißt, ich kann Verbindung aufbauen von einem zum anderen. Und das Web findet auf einer ganz Ebene weiter oben in unserem zum Beispiel Protokollstapel statt. Ja, wer mit Protokollen und Stapel nichts anfangen kann, ist nicht so schlimm. Aber auch da gibt es ein Video zu, ja, das das ein bisschen erklärt. Ja, also das nur, um das zu Verständnis so ein bisschen abzugrenzen, was ist jetzt hier Internet und was ist hier World Wide Web. Ne? Ich hoffe, das ist jetzt so ein bisschen klar. Und innerhalb dieses Webs, das haben wir schon gemerkt, ja, gibt es so ein paar Standards, die uns da irgendwie über den Weg laufen. Und ich möchte vor allem mal auf drei hier näher eingehen. Das sind so die Kernstandards. Das ist zum einen, wie eine Ressource adressiert werden kann. Dazu nutzen wir in der Regel, ja, URL. Ja, in diesen Hyperlinks wird ja irgendwie ein Verweis, eine Referenz genutzt auf eine andere Ressource und die muss ja irgendwie adressiert werden. Also das schauen wir uns an, wie das ist. Dann haben wir HTML als Dokumentenbeschreibungssprache, ist eine Markup-Sprache, ist keine Programmiersprache, ist eine reine Markup-Sprache, die Informationen strukturiert und gliedert in so einem Dokument. Ja, dass ich eben sage, das ist hier eine Überschrift. Ja, das haben wir hier gesehen. Ich kann das Dokument ja nochmal aufmachen. Ja, hier sehen wir es ja schon. H1 heißt eben Heading erster Ordnung. Das heißt, dieser Text ist eine Überschrift. Dann haben wir hier ein Paragraph, das wäre also ein Absatz. Und so ein A-Tag, das wäre also ein Anchor, also ein Verweis. Ja, das heißt also, ich strukturiere meine Informationen und sage, das hier soll irgendwie eine Überschrift sein, das ist so ein normaler Text und da muss der Browser irgendwas anderes machen. Ja, das ist also der Trick, der da dahinter ist. Und als dritten Kernstandard, auf den ich eingehen möchte, dann eben HTTP als Protokoll, wie sich Browser oder meine Kommandozeile und der Webserver eben unterhalten, um diesen Request-Response-Zyklus hier abzuwickeln, sprich Ressourcen anzufordern. Also URLs, ja, das heißt, wie kann ich auf eine Ressource zugreifen? Das heißt, ich brauche eine Adresse und wir haben ja schon, wer sich mal so ein bisschen so eine URL angeschaut hat, bemerkt, das scheint irgendwie eine gewisse Struktur zu haben. Ja, das ist nicht irgendwie wahllos, ist auch nicht irgendwie eine komplett chaotische Folge von Buchstaben und Zahlen, ja, sondern das ist irgendwie nach einem gewissen Schema aufgebaut. Ja, und dem ist auch so, diese URL, diese Adresse besteht eben aus verschiedenen Angaben, welches Protokoll soll genutzt werden, der Socket, damit ist dann gemeint IP-Adresse oder Domain, welche Datei soll abgefragt werden und dann theoretisch kann ich noch Parameter mit übergeben. Ja, wir brauchen das, ja, weil jede Ressource im Web muss eben ganz eindeutig identifizierbar sein. Ja? Also es muss ganz klar sein, was ist das für eine Ressource und wo liegt die. Es kann ja auch sein, zum Beispiel, dass es eine Ressource mehrfach gibt an verschiedenen Speicherorten. Ja, dann unterscheidet sich eben der Speicherort. Wenn wir uns das jetzt mal ein bisschen genauer anschauen und das ein bisschen aufdröseln, jetzt hat es mir hier leider den Text ein bisschen zerhauen. Ja, ich kann das auch nochmal am Beispiel des Browsers vielleicht machen, also hier in meiner super kleinen Beispielseite. Ja, dann sehen wir hier, es gibt hier so ein Präfix. Hier vorne, ja, HTTP, das wäre jetzt das Protokoll, was hier genutzt wird. Das heißt also, scheint also auch andere Protokolle noch zu geben. Ja.
Ich kann also auch Ressourcen zum Beispiel über so eine URL mit FTP adressieren. Also ich sage also, ich möchte das jetzt nicht hier über so ein HTTP, so ein Browser, sondern eben hier zum Beispiel über so einen FileZilla, über so einen FTP-Zugang. Auch da können diese URLs genutzt werden. Dann habe ich jetzt hier einen Host. Ja, das ist also die, sage ich mal, Adresse, wo steht dieser Rechner, dieses Gerät. Ja, mit einer IP-Adresse, das könnte aber auch eine Domain sein, ja, also, aber das ist auf jeden Fall der Host, der hostet, ja, unsere Webseite. Und dann haben wir hier einen Dateipfad, ja, mit dann der schlussendlichen Datei der Ressource, die hier abgefragt werden soll. Und theoretisch, auch ein bisschen aus historischen Gründen, kann es jetzt noch ein paar weitere Parameter geben. Ja, es gab noch früher sowas wie Benutzer. Auf solchen Systemen, das wäre dann sowas wie User dieser URL, ja, dann würde ich mich durch einen Benutzernamen kennzeichnen. Wenn der Nutzer dann ein Passwort hat, ja, dann wäre das so mit Doppelpunkt noch getrennt gewesen. Ja, so kann man das theoretisch angeben. Das wird man aber nur noch sehr, sehr selten finden, dass das irgendwo genutzt wird. Ja. Ich weiß auch gar nicht, was passiert, wenn man das, ja, das wird dann auch einfach ignoriert von diesem Webserver, weil eben diese Seite jetzt keinerlei Authentifizierung irgendwie erfordert. Ja, also ich habe zwar diesen Request jetzt mit meinem Benutzernamen abgeschickt, aber das hat jetzt der Webserver einfach geflissentlich, sage ich mal, mehr oder weniger ignoriert. Was ich theoretisch aber eigentlich auch noch angeben müsste, wäre der Port. Ich habe ja gesagt Port 80. Ja, ich mache das jetzt nochmal. Die modernen Browser sind eben so ausgestaltet, dass sie alle, sage ich mal, Informationen, die man eigentlich immer benutzt, also immer HTTP davor schreibt, dann schon ausblenden. Ja, aber eine volle URL würde eigentlich so aussehen. Wie gesagt, bis auf das Username und Passwort können wir uns schenken. Ja, Protokoll, gibt es einen Nutzer, dann der Host, dann der Port und dann eben dieser Dateipfad. Und wenn ich jetzt wieder Enter drücke, werden wir sehen, ja, dass auch da der Browser das gleich wieder streicht, dieses Port 80, weil er sowieso standardmäßig dort anfragt. Deswegen muss ich das im Browser nicht speziell angeben. Wir haben aber gesehen, erinnert euch, ja, in meinem kleinen Experiment hier muss ich per Telnet natürlich schon angeben. Ja, ich mache nochmal die andere IP hier. Ja, muss ich hier schon angeben, welchen Port ich hier benutzen möchte. Ja, wenn ich einen anderen Port benutze, meldet sich hier eben kein Webserver, sondern gar nichts. Ja, oder vielleicht ein Datenbankserver oder sowas. Ja, also hier muss ich das angeben. Das macht man beim Browser eigentlich auch. Der macht das eben automatisch für uns. Ich hau auf Enter und wir merken, okay, ja, das ist genau das Gleiche wie diese verkürzte Schreibweise eben hier auch. Also das ist der Standard zu einer URL. Und hier drüben sehen wir nochmal, was kann es denn für Protokolle noch geben, falls ihr euch das fragt. Ja, ich habe schon gesagt, also FTP, dann haben wir so Mail-to. Das kennt ihr vielleicht auch, wenn so ein E-Mail-Link ist. Ja, und dann haben wir eben nur irgendwie eine E-Mail-Adresse. Ja, also at irgendwas. Und dann merkt man, ah, das ist doch das Ähnliche. Ja, wir haben irgendwie einen Benutzer, at einen Host, genau. Aber das ist dann eben auf einem Mail-Server ein Benutzer, nicht auf einem Web-Server. Da nutzt man das natürlich immer noch ganz häufig, klar, ja, weil es ist wie so ein Nutzer-Account eigentlich auf einem Mail-Server. Ja. Oder wenn man irgendwie lokal Files ablegt, sieht man das auch, ja, kann man das auch als eben so eine URL angeben. Ja. Und so ist diese URL aufgebaut und es gibt noch einen weiteren Punkt, den habe ich jetzt noch ausgelassen. Das sind durch Fragezeichen getrennte Parameter, die ich diesem Request noch mit übergeben kann. Das würde ich dann vielleicht in einem extra Video mal klären. Ja, nur so viel dazu. Das dient auch, bietet die Möglichkeit, einem solchen Request, ja, an diesen Webserver, an diese Ressource schon bei der Anfrage Parameter mit zu übergeben. Und ihr werdet das auch relativ häufig sehen, wenn ihr im Web unterwegs seid. Ja, ich zeige euch das mal hier am Beispiel von Google. Ja, wenn ihr also einfach Google aufruft, google.de slash und die Ressource, die man bei Google anfragt, ist in der Regel Search. Ja? Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, Fragezeichen, Q ist gleich World Wide Web. Ja? So, ich mache jetzt hier nochmal alles. Ich mache nochmal die komplette URL hin. Ja? Nutzername lasse ich jetzt weg. Das ist vielleicht ein bisschen Käse. Ja? So,
Also, was ich jetzt tue, ich frage jetzt diesen Rechner an auf Port 80. Das heißt, ich möchte eine HTTP-Anfrage schicken. Das macht dann mein Browser. Und ich möchte die Ressource Search anfragen. Also nicht wie hier im Beispiel mypage.html, sondern hier heißt es jetzt eben Search. Hat jetzt keine Dateiendung, weil das ein Programm ist. Ja, ist aber egal. Und jetzt kann ich hier noch über Fragezeichen so ein Parameter mit anhängen. Und ich habe jetzt hier einen Parameter, der heißt Q. Und der soll den Wert World Wide Web beinhalten. So, und was jetzt passieren wird, wenn ich Enter drücke, könnt ihr mal dreimal raten. Ja, vielleicht kurz in euch gehen. Was wird wohl passieren? Was könnte hier in diesem Q wie Query liegen? Ja, ganz klar, das ist der Suchstring, den ich hier oben eingebe. Das heißt also, ich kann hier über die URL quasi direkt den Parameter übergeben, ja, womit dann diese Suchanfrage, sag ich mal, bearbeitet wird, ja, welcher Suchbegriff denn jetzt als Response oder die Ergebnisseite, ja, die dann zu mir geschickt wird, die basiert eben darauf, welchen Parameter ich hier im Request hinschicke. Die sieht also immer unterschiedlich aus. Ja, und hier wäre das eben World Wide Web. Also wir sehen, okay, ja, so können jetzt Parameter genutzt werden, aber ich werde dann noch ein anderes Video machen, wo wir uns das dann noch wesentlich genauer anschauen, ja, was das eigentlich bedeutet. Ja, also Beispiele kennt sicherlich jeder, ja, HTTP-URLs von Wikipedia, Mail2, das sind dann so unsere E-Mail-Adressen, FTP-Adressen, ja, da wäre dann oftmals auch vielleicht so ein Benutzer mit drin. Ja, es gibt oft auch anonyme Benutzer bei FTP, aber auf jeden Fall können Ressourcen eben hier auch eindeutig identifiziert werden. Da wir jetzt wissen, wie wir so ein Dokument finden, ja, nochmal die Frage, was machen dann jetzt Client und Server eigentlich? Wir haben das ja gerade schon gesehen in meinem kleinen Terminal-Demonstration. Ja, wenn wir das nochmal rekapitulieren, dann haben wir gemerkt, okay, mein Browser, mein Terminal hat eine Verbindung aufgebaut, eine Internetverbindung. Sobald diese besteht, wurde eine Anfrage geschickt. Dann hat der Server geantwortet, das Dokument empfangen und der Server hat auch sofort selbstständig die Verbindung beendet. Das ist eigentlich, was bei einer Übertragung von der Webseite abläuft. Also eigentlich drei Schritte. Ja, es ist sehr, sehr simpel, das Ganze. Und was macht der Webserver? Ja, wir haben schon gelernt, okay, der lauscht also auf Port 80. Ja, der ist dann geknüpft an ein Device, ein Gerät, ja, an einen Rechner, wenn man so will, mit einer IP-Adresse und vielleicht einem DNS-Eintrag. Und dieser Webserver muss natürlich das HTTP-Protokoll implementiert haben, das verstehen, ja, das ist klar, und kann dann eben Dokumente ausliefern. Diese Dokumente können in statischer Form vorliegen. Das wäre wie mein kleines MyPage-Beispiel, also eine HTML-Seite, die so auf diesem Server auch vorliegt. Oder Dokumente können dynamisch generiert werden. Ja, dazu werde ich nochmal ein extra Video machen, was das bedeutet. Nur kurz so viel gesagt, wenn Ressourcen dynamisch generiert werden, bedeutet das, dass es dieses HTML, was ich als Ergebnis bekomme, so in der Form noch gar nicht existierte. Das wird erst generiert, wenn meine Anfrage gestellt wird. Beispiel Google. Ja, diese Ergebnisseite wird erst in dem Moment generiert, in dem mein Request kam. Dann läuft ein kleines Programmchen bei Google ab. Das generiert mir dann das Ergebnis als HTML und schickt das dann eben zurück an den Browser. Ändert aber nichts an diesem Prozess. Ja, das bleibt gleich, nur dass dann eben beim Server ein bisschen mehr passiert. Dann haben diese Webserver meistens etliche Module, ja, und müssen so ein bisschen diese Verbindung managen. Ja. Was macht der Browser? Der muss natürlich auch das HTML-Protokoll implementieren. Ja, der muss dann die HTML-Dokumente, Entschuldigung, HTTP-Protokoll implementieren, die HTML-Dokumente rendern. Meistens muss der auch noch viele andere Sprachen können. CSS, ja, Stylesheets, JavaScript. Die ganze grafische Darstellung, Benutzerinteraktion, etliche Erweiterungen, Plugins etc. Oftmals können die Browser auch noch FTP und ein paar andere Protokolle. Ja, und demzufolge ist so ein Browser halt auch mitunter eine recht schwergewichtige Software mittlerweile auf unserem System, ja? Weil der sehr, sehr viele Aufgaben erledigen muss. Ja? Also das kann schon eine, oder ist mittlerweile wirklich eine sehr, sehr komplexe Software geworden, so ein Browser. Und als nächstes wollen wir noch klären, wie ist denn jetzt diese Sprache, dieses Protokoll aufgebaut, in der sich jetzt Browser und Webserver unterhalten. Ja, wir haben gesehen, das ist also dieses HTTP-Protokoll, an sich ein sehr simples Protokoll,
Ja, also erstmal von Grund auf textbasiert, das haben wir in der Kommandozeile gesehen. Arbeitet normalerweise auf Port 80, gibt es in verschiedenen Versionen. Aber wir bemerken schon, ja, so HTTP 1.1 ist immer noch, sag ich mal, Standard, ja, aus dem Jahr 1997. Also schon sehr, sehr alt eigentlich. Ja. Da merkt man also, okay, da hat sich jemand, oder das muss sich gut überlegt worden sein, ja, wenn solche Standards so lange aktuell bleiben und genutzt werden. Also Port 80 arbeitet Request-Response-orientiert, stateless, ja, also jede Verbindung ist eigenständig, es gibt keine Historie, wird auch nichts, irgendwie kein 3-Wege-Handshake oder sowas wie im TCP-IP. Ja, wir haben das gesehen. Ich weiß nicht, habe ich den, ja, habe ich noch auf. Ja. Also ich mache das einfach nochmal. Ja. Also wir sehen hier, die Verbindung wird aufgebaut, get slash, vielleicht einfach nur die Startseite und Verbindung wird beendet. Ja, und dann hat der Server schon goodbye gesagt. Soll ich das jetzt nochmal machen? Ja, ist das dem komplett egal, stoisch. Der macht das immer wieder und merkt sich auch nicht, dass ich das schon tausendmal irgendwie gemacht habe. Ja, also reiner Request-Response und dann war es das. Ja, und standardmäßig findet das auch komplett anonym statt. Ja, wir haben das jetzt gemerkt in der Kommandozeile, ich muss mich jetzt nicht authentifizieren oder sowas. Gibt mittlerweile natürlich etliche Erweiterungen, weil dieses Stateless-Prinzip dann bei manchen Anwendungen dann doch problematisch ist. Ja, wenn ich sowas eben haben möchte, wie ich möchte einen Warenkorb füllen oder sowas oder möchte mich irgendwo einloggen, dann muss ja irgendwie ein Status generiert werden, eine Session generiert werden, dass irgendwie ja, diese Anwendung, diese Web-Anwendung weiß, dass ich jetzt hier existiere und mich gerade eingeloggt habe und nicht bei jedem Request immer wieder meine Benutzerinformationen und Passwort angeben muss. Ja, das wäre nämlich nötig, wenn wir nicht sowas wie Cookies hätten, weil das eben stateless ist. Okay, also wie sieht dieser Zyklus aus? Das haben wir eigentlich schon gesehen. Ja, also der Client, ich, Kommandozeile, ein Request. Ja, was möchte ich haben? Innerhalb dieses Requests kann es verschiedene Elemente geben, sogenannte Header. Ja, ich kann dort auch Daten mit übermitteln in meinem Request. Das habe ich jetzt hier nicht demonstriert. Und dann kriege ich vom Server eine Response, ja, meistens noch so ein Response-Code, wo er mir sagt, okay, hat das jetzt funktioniert oder nicht. Und dann den sogenannten Body, das wäre dann eben das HTML, worum es eigentlich geht. Ja, ich kann das vielleicht auch noch mal kurz simulieren. Also ich baue noch mal eine Verbindung auf und frage jetzt mal etwas anders an. Das wird jetzt nicht funktionieren, weil irgendwas HTTP 1.1 konform ist das nicht. Ich will auch den Server dazu bringen, dass er mir zum Beispiel sagt, dass hier jetzt irgendwas zum Beispiel fehlerhaft ist. Ja, und das sehen wir auch. Ich kriege zwar hier unten HTML geschickt, ja, mit dem Titel 400 Bad Requests, Your Browser Sent a Request That This Server Could Not Understand. Und in diesen sogenannten Message-Headern, das ist hier der obere Bereich, ja, kriege ich auch als Browser theoretisch mitgeteilt, Statuscode, ja, 400, das würde bedeuten, irgendwas hat jetzt hier nicht funktioniert und es liegt ein Fehler meinerseits. Ja, und dann würde der Server zum Beispiel auch noch bekannt geben, was er für ein Server ist. Ja, und keine Ahnung, wie viele Zeichen da jetzt hier enthalten sind. Ja, also das ist dann in dieser Response hier alles dann enthalten. Und wir können aber mit dieser Art und Weise jetzt nicht nur HTML-Dokumente übertragen, sondern eigentlich Dokumente jeglicher Art. Also Bilder, Audio, ja, also alles, was man sich irgendwie denken kann. Das muss also nicht reine HTML-Text jetzt sein. Also HTTP, sehen wir, ist sehr, sehr simpel, setzt auf TCP auf, arbeitet verbindungslos, stateless, ja, ist sehr einfach zu implementieren. Textbasierte Übertragung, also ein sehr simples Protokoll und deswegen auch, ja, hat sich das so stark durchgesetzt, ja, weil ich sehr, sehr einfach hier einfache Anwendung dann auch entwickeln kann und nutzen kann. Und dann ist das natürlich Basis für unser World Wide Web, ja, was wiederum Basis ist für unsere ganzen Portale und Facebooks und so weiter, was wir eben hier alles kennen. Wichtig ist aber auch, Übertragung erfolgt an sich im Klartext. Ja, also alles, auch Formulardaten, die eingegeben werden, werden an sich erstmal HTTP im Klartext übertragen, ja, wenn ich nicht per SSL arbeite. Und schauen wir uns nochmal die verschiedenen Headers an, die es hier geben kann. Ja, wir haben gesehen, der erste Header war quasi die Anfrage, was möchte ich haben.
Methode, das war hier mein Get, ich möchte etwas haben, ja, dann die URL, URI, also dort ein Slash würde einfach bedeuten, bitte die Startseite, und dann kann ich eben hier noch angeben, die HTTP-Version, das haben wir gerade im Beispiel gesehen. Theoretisch gäbe es dann noch mehrere Message-Headers, ja, ich könnte jetzt hier noch zum Beispiel angeben, dass mein Browser auf Englisch eingestellt ist, welche Zeichensätze der Browser, über welche Zeichensätze der Browser verfügt. Und es gibt theoretisch auch noch die Möglichkeit eines Message Buddies, ja, wenn zum Beispiel Uploads getätigt werden oder Formulardaten übermittelt werden, dann würde hier meistens auch die Methode nicht mehr get sein, sondern ein sogenannter Post. Und die Response haben wir auch gerade gesehen im Beispiel, ja, ich kriege so einen Statuscode geschickt und noch eine Beschreibung. Ja, also 200 okay wäre der gewünschte Statuscode, 400 wäre schlecht. Und dann haben wir gesehen, der Server hat uns ja mitgeteilt, ich habe es hier ja sogar noch auf. Ja, ja, also das wären jetzt hier eben diese Message-Header. Ja, das erste HTTP-Version-Statuscode ist das hier, ja, 400. Und dann haben wir hier so ein paar Header. Dann sagt er uns, was für ein Datum das heute ist, was er für ein Server ist und so weiter. Ja, und eben auch hier zum Beispiel der Zeichensatz, der jetzt hier gerade in der Antwort eingestellt ist, und dann kommt der Message Body und das eben hier das HTML. Und auch das kann man sich im Browser anschauen. Ja, ich habe jetzt hier nochmal meine Seite geladen, meine super tolle MyPage HTML-Seite, und hier gibt es ein Add-on zum Beispiel, ja, wo ich dann eben hier sehe, was war denn jetzt hier die Anfrage? Es ist jetzt leider sehr, sehr klein. Ich kriege das auch irgendwie nicht größer skaliert, dummerweise. Und hier kriege ich zum Beispiel den HTTP Status Code 200 zurück. Ja, also es hat alles funktioniert. Meine Headers waren eben, mein Browser hier in Chrome sagt, er akzeptiert diese und jene Formatierung. Ja, was ist das für ein Browser? Schickt der auch noch mit, mein Browser? Ja, und die Antwort war dann eben, das Ganze wäre jetzt hier vom Server, sagt mir, das ist UTF-8 kodiert, auch nochmal das Datum. Ja, zuletzt geändert wurde diese Datei 13.15 Uhr. Und was ist er für ein Server? Ja, das sind jetzt so die Response-Headers, die ich hier zurückbekomme. Ja, und vielleicht auch hier nochmal, das ist natürlich jetzt sehr, sehr Schmalspur. Ja, ich habe jetzt hier wirklich nur diese eine Zeile genutzt, also wirklich nur die Methode get, ich möchte eine Ressource haben. URL war jetzt bei mir nur ein Slash. Ja, vorhin war es noch Slash Test Slash MyPage. Und dann die HTTP-Version. Und jetzt in meiner Anfrage habe ich keinerlei Message-Header hier irgendwie übermittelt. Was die Methoden angeht, ja, gibt es, sage ich mal, zwei Kernmethoden. Get haben wir schon gesehen. Also ich möchte eine Ressource anfordern. Ja, und hier ist noch wichtig, dass die Länge einer solchen URL, die dann angefordert werden kann, begrenzt ist. Das heißt also, wir haben ja vorhin gesehen, ich kann über dieses Fragezeichen dann noch so Parameter mit übermitteln. Also da gibt es auf jeden Fall eine Begrenzung. Sollte ich Post nutzen, ja, kann ich als Client eben auch noch Daten mit übertragen. Und da gibt es dann eigentlich theoretisch erstmal keine Begrenzung, wie viel das jetzt ist. Und das wird dann eben genutzt, wenn, was ich, Formulardaten mit übermittelt werden. Ja, diese Daten landen dann im sogenannten Message Body. Ja, also das heißt, ich würde hier Post und dann die URL anfragen und gleich noch Informationen mitschicken. Das kann ich jetzt dummerweise in der Kommandozeile nur schlecht simulieren, weil ich hier sehr, sehr schlecht mehrere Zeilen irgendwie anfragen kann. Ja, also es wird sowieso nicht funktionieren. Ja, aber so hätte ich jetzt mal versucht, hier so einen Post-Request abzuschicken. Ich probiere es nochmal. Einfach nur mit dem Slash, ja, Post-Slash. Ja, und dann sagt er mir auch, nee, okay, irgendwas haut jetzt hier nicht hin. Ja, aber so ähnlich würde das dann aussehen. Ja, ich kann hier dummerweise jetzt immer nur eine Zeile einfügen. Deswegen kann ich jetzt hier nicht so einen kompletten Post-Request in der Kommandozeile abschicken. Ja, aber ihr könnt ja euch mal das HTTP-Live-Headers-Plugin runterladen für Firefox oder Chrome. Und dann mal eine Seite aufrufen, in der Formulardaten abgesendet werden, und euch mal als, vielleicht als kleine Hausaufgabe, ja, diesen Header mal anschauen, diesen Request. Ja, was wird da von meinem Browser eigentlich dann hier alles noch mit weiter übermittelt? Aber grob gesagt gibt es, sag ich mal, diese zwei Methoden, um eine Ressource anzufragen. Und die Statuscodes, die ich dann bekommen kann vom Server, unterteilen sich auch in fünf Kategorien. Ja, besonders wichtig ist, sind die Zweier. 200 würde dann bedeuten, alles okay. Ja, 300 würde bedeuten, okay, die Ressource liegt nicht mehr hier, aber schau doch mal dort.
400 wäre, der Client macht irgendwas falsch, das haben wir jetzt gesehen, in meiner Kommandozeile habe ich da einiges falsch gemacht. Und 500 Fehler würde bedeuten, irgendwas ist auf dem Server wirklich grundsätzlich schief gelaufen. Vielleicht schmiert auch die komplette Web-Anwendung hier ab. Ja, also das ist auf jeden Fall ein gravierender Fehler in meiner Web-Anwendung, wenn ich hier einen 500er Fehler zurückbekomme. Sowas sehe ich auch ab und zu mal, wenn irgendwie vielleicht auch gerade eine DDoS-Attacke auf so ein System läuft, ja, und das in die Knie geht, dann kann ich auch mal so einen 500er Fehler beobachten. Und hier nochmal ein Beispiel, ja, direkt rauskopiert. Ja, also an so eine Seite, get/index.html, ja, also ich benutze die get-Methode und habe das jetzt hier an so eine Seite geschickt, weiß gar nicht mehr, was das war. Und das würde mein Client dann alles mitschicken. Das war jetzt unter Windows, war auch ein Firefox. Ja, und dann eben hier gesagt, okay, Text HTML ist okay, Sprache ist gerade auf Deutsch eingestellt und das Ergebnis, also die Response, darf auch gern gezippt werden, also komprimiert werden. Das würde der Browser dann wieder entpacken, um eben hier Bandbreite zu sparen. Connection Keep Alive ist sowas, dass der Browser dem Webserver mitteilt, du warte noch mal kurz, beende nicht sofort die Verbindung, denn ich will vielleicht noch ein paar Bilder oder CSS-Sheets nachladen. Ja, und wenn man die Verbindung jetzt einmal aufhaben würde, das eben Sinn machen, das gleich zu tun. Ja, das ist so ein bisschen die Anweisung hier an den Webserver. Und dieser würde dann antworten mit HTTP 1.1.200, also alles okay, ich habe die Ressource, die du wünschst, index.html gefunden. Und dann eben noch weitere Headers. Ich bin Apache und zuletzt wurde die Datei da und da geändert. Und so weiter und so weiter. Ja, und dann hier unten noch der Body, das wäre dann der Inhalt, also das HTML. Ja, und das soll es erstmal in dem Video gewesen zu sein zum World Wide Web. Ja, die Kernbereiche. Und jetzt haben wir URL, HTTP kennengelernt. Ja, und können uns grob vorstellen, wie eigentlich so ein was das World Wide Web eigentlich sein soll und wie das so ein bisschen funktioniert.